Die soziale Herkunft bzw. das Elternhaus eines Kindes entscheiden mit über seinen späteren Werdegang. Sie sagen nun immer wieder, das läge daran, dass unser Bildungssystem ja so ungerecht sei oder womöglich die Lehrer diskriminieren. Das, meine Damen und Herren, ist grundlegend falsch. Noch nie war historisch betrachtet unser Bildungssystem so gerecht wie heute. Wie erklären sich aber diese Zahlen nun? Die Wahrheit ist, wie so oft, unbequem. Die jahrelange ungesteuerte und ungebremste Massenmigration aus kulturell fremden und bildungsfernen Schichten belastet unser Bildungssystem extrem und führt dazu, dass wir statistisch in internationalen Bildungsvergleichen immer weiter absacken. Die Folge ist ein eklatanter Fachkräftemangel, der durch diese Art der Zuwanderung noch verschärft und eben nicht behoben wird, meine Damen und Herren.